Hallo. Wieso höre ich schon Sound, wenn ich dich bei deinem Bildschirm sehe? Oh ja, die Musik macht total Sinn, wenn man den Bildschirm nicht sieht. Oh, wir spielen Ice Cream? Und das Erste, was wir sehen, ist ein Typ, der Ice Cream isst. Das macht Sinn. Und damit moin, mein Brothers and Sisters zu Ice Cream 4. Da ich ehrlich gesagt die vorherigen Teile nicht gespielt habe, weiß ich nicht, worauf das heute hinausläuft. Es ist ein Horrorspiel. Okay, einmal habe ich einen Teil davon gespielt und hochgeladen. Aber das ist schon so lange her. Ich meine, ich weiß nicht mal, welcher Teil das war und wann das war. Von daher ist das für mich so, als ob wir das erste Mal spielen. Ja, Leute, lasst eine Bewertung da. Danke. Let's go! Oh, yeah. Das ist Joom. Oh, eine Werbung. Eine Werbung, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat? Yo, das ist ein neuer Rekord. Ice Cream Factory. Alter, mit der Figur ist das ja gruselig. Wow! Wer baut sowas? Das wirkt so, als wäre das Gebäude extra da, um irgendwelche Kinder zu entführen. Oh, er entführt wirklich Kinder? Ich habe alle Kinder geschnappt. Die fetten, dummen Kinder, aus denen ich Eis mache. Er macht aus den Kindern Eis? Alter, ist das ekelhaft. Ich lasse euch einen Moment alleine, damit ihr über Abenteuer sprechen könnt. Aber macht's euch nicht so gemütlich. Oh nein. Jetzt seid ihr alle schön pummelig und dick. Was? Der will aus... Ist das ekelhaft. Aber gut, dass er uns alleine lässt. Jetzt haben wir Zeit zu entkommen. Du musst raus aus dem Käfig und deine Freunde retten. Ja, das muss ich auf jeden Fall... Okay. Es wurde mit einem Schlüssel abgeschlossen. Das heißt, ich brauche einen Schlüssel. Oh, nice. Wie hat er das nicht gesehen? Ich meine, das Ding war genau vor ihm. Also mir soll es egal sein. Ich nehme den Schraubenschlüssel. Perfekt, den haben wir. Können wir jetzt vielleicht die Tür öffnen? Oh, okay, wir mussten einfach dreimal hauen. Aber jetzt liegt das Schloss auf dem Boden und der Typ kommt. Natürlich sieht er das nicht. Alles ist okay. Wir öffnen die Tür. Wie soll ich jetzt meine Freunde retten? Ich versuche mich mal zu beeilen. Käfig. Ich gehe mal so schnell ich kann hier rein. Oh mein Gott. Was? Du hast noch 3 Versuche, um deine Freunde zu retten, ehe die Fabrik schließt. Okay, Snidely, let's go. Er hat mich vielleicht gesehen, aber er ist relativ langsam. Und ich habe 3 Bomben. Die platziere ich so schnell ich kann hier vor. Ich habe ein bisschen viele Bomben dafür eingesetzt. Oh, der ist ja voll klein. Okay, warte mal. Der schlägt Alarm. Aber hier ist ein Lüftungsschacht. So schnell ich kann hier rein. Perfekt. Wir sind entkommen. Wo sind wir jetzt hier? Wir konnten unsere Freunde nicht retten, aber vielleicht finden wir hier Schlüssel. Öffnen. Eine Toilette. Wow. Hier muss doch irgendwas drin sein. Sieht das ekelhaft aus. Das ist wirklich eine Eiscremefabrik. Hier wird das Schokoladeneis gemacht, oder was? Woher? Woher kommt der? Du willst mir nicht sagen, der kommt mit seinem Riesenkopf da irgendwie durch den Lüftungsschacht durch. Niemals! Und wir müssen alles neu machen. Wir platzieren hier hinter ihm mal zur Sicherheit eine Bombe. Oh. Yo, das war's schon. Und diesmal konnte er keinen Alarm schlagen. Das ist gut. In den Toiletten ist immer noch nichts drin oder kann halt jede Runde woanders was spawnen. Ich weiß es nicht. Deswegen überprüfen wir es einfach mal. Aber nee, die sehen immer noch leer aus. Okay, lass uns... Oh, das bin ich. Das ist mein Charakter. Wer bist du? Du bist der breiteste Türsteher, den ich jemals gesehen habe. Ey, wo kommst du denn rein? Du musst diesen Roboter loswerden, um in den Kontrollraum zu gelangen und deine Freunde zu befreien. Ach, wie gut, dass ich noch eine Bombe habe und da ist ein Riss drin. Ich glaube, der Roboter sieht uns nicht. Oh, er schläft. Okay, mein Freund, wenn du schläfst, dann platziere ich jetzt hier einfach mal eine Bombe und versuche, dich da rein zu baiten. Oder warte mal. Ich dachte, du schläfst, Mann. Der hat mir eine Backpfeife gegeben und babam, war ich weg. Du hast noch 2 Versuche, um deine Freunde zu retten. Stark. Und auch noch Werbung dazu. Ich liebe es. Aber ich glaube, mit der Bombe sind wir eigentlich gar nicht so falsch. Diesmal bin ich in einem anderen Käfig drin, ne? Wo ist mein Schraubenschlüssel? Wie soll ich hier rauskommen? Oh Gott. Oh, Bild. Alter Schlüssel. Nice. So einfach geht das.
Käfig. Schloss öffnen. Oh, verdammt. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Okay, ich gehe jetzt mal einfach weiter. Wie kommen wir an dem Roboter vorbei? Wir müssen irgendwie den Boden aufsprengen. Die Bombe müsste ja normalerweise immer noch da liegen. Und wir gehen ganz kurz mal in diese Tür rein. Vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes. Ein Kühlschrank? Ach nee, ein Kleiderschrank. Okay. Sneaky Smiley. Alles ist gut. Was haben wir hier? Eine Trophäe. Was wollen wir denn damit? Eine Trophäe für den besten... Okay. Eine Trophäe für den besten Eishersteller. Der obere... Ich konnte es jetzt leider nicht lesen, aber... Ich glaube, die Werbung hat mich gerade gerettet. Im letzten Moment, bevor die Werbung kam, ist die Tür gerade aufgegangen. Okay, der Kleine sieht mich hoffentlich nicht. Der wird sonst Alarm schlagen. Ich gehe mal runter. Komm schon, geh hier wieder raus. Wissen die etwa immer genau, wo ich bin? Oh, da war eine Tür. Da hätten wir einfach rausgehen können. Okay, beeil dich, Smiley. Alles ist gut. Der bemerkt das mit Sicherheit nicht, weil er dämlich ist. Und lass uns hier reingehen. Oh, wie kann ich so viel Pech haben? Er hat Alarm geschlagen. Was soll ich tun? Ich glaube, der Eismann kommt gleich. Wir müssen uns beeilen. Wir gehen einfach weiter. Ich weiß jetzt leider nicht, wo der Kleine ist. Aber ich glaube, wir haben kurz Zeit, hier Sachen rauszufinden. Schublade ist nix. Tastatur. Können wir irgendwas eingeben? Ein Passwort oder so? Ah! Oh mein Gott. Nein, das kann nicht wahr sein. Wieso muss der verdammt nochmal Alarm schlagen? Zur falschen Zeit. Ich habe noch einen Versuch. Nur noch einen. Und das heißt, ich komme wahrscheinlich wieder in eine andere Zelle. Oh, da ist was an seinem Kopf dran. Ein Stift? Was soll ich mit dem Stift? Können wir damit das Schloss direkt... Okay, das ist tricky. Wir haben es geschafft. Ich brauche auf jeden Fall Bomben. Deswegen gucke ich, wer ab... Können wir gar nicht. Okay, das ist doof. Lass uns beeilen. Wir könnten auch theoretisch einfach geradeaus durch die Tür durchgehen, aber ich glaube, das wäre falsch. Wir bleiben hier unten bei diesem Weg hier. Und wir bleiben auch geduckt. Da liegt noch die Bombe. Da könnten wir auch jemanden reinbaiten. Ich gehe jetzt... Ich erkenne nichts. Oh, jetzt sind wir wieder hier in dem Raum drinne. Ich höre irgendwie Schritte. Oh Gott, nein, zurück. Alles ist gut. Der läuft hier irgendwo rum. Und leider nicht allzu weit. Okay, er ist da. Da haben wir eine Bombe liegen. Theoretisch könnten wir ihn reinbaiten. Aber es wird riskant. Ich gehe jetzt erstmal in diese Tür rein. Wir müssen alles absuchen. So schnell wie wir können. Hier ist nichts mehr. Die Tür. Bitte lass ihn jetzt nicht hier reingehen. Die Trophäe liegt hier auf dem Boden von der letzten Runde. Passwort, in der Schublade war nichts drin. Ich weiß nicht, wofür wir die Trophäe überhaupt brauchen. Die ist leer. Die nächste Schublade ist auch leer. Ist da überhaupt was drin? Hm, das ist doof. Irgendwas muss hier doch noch sein. Noch eine Schubschublade. Vielleicht ist da ja mal... Da ist natürlich auch nichts drin. Und die letzte Schubschublade. Nein, hier ist gar nichts. Die Musik macht mir ein bisschen Angst. Aber jetzt ist sie wieder gut, okay. Oh nein, das macht mir auch ein bisschen Angst. Wir brauchen eigentlich die Brechstange. Wo ist... Da ist der Kleine. Ich muss mehrfach da drauf drücken. Und wir müssen uns beeilen. Wir müssen laufen. Er hat Alarm geschlagen. Herr Ice Cream wird gleich da sein. Komm schon, ruf ruhig deinen Papa. Ich habe keine Angst. Das ist alles easy. Tür. Die ist offen. Und die Tür. Lass uns erstmal durch die hier gehen. Ich habe hier ein besseres Gefühl. Kleiderschrank schon wieder. Und ein Käfig. Oh, Eiscreme. Wahrscheinlich aus kleinen Kindern. Ekelhaft. Die Tür sieht doch mal gut aus. Garage. Was ist denn so la... Oh, wieso hat er mich denn gesehen? Ich kann hier runterspringen. Da ist eine Brechstange für die Tür. Oh mein Gott. Aber wie komme ich jetzt? Kann ich da hochklettern? Komm schon, bitte. Bitte lass mich hochklettern. Es muss doch irgendwie funktionieren. Wir hatten gerade die Brechstange. So funktioniert das also. Ich bin gar nicht so doof. Oh, jetzt gibt es eine Autosequenz. Ich weiß, wo ich die Brechstange...
Es gibt keine Outro-Sequenz. Rod hat seinen Willen durchgesetzt und dich in den... Schön, dass sie mich immer zu Ende lesen lassen. Aber wir sind echt gut vorangekommen. Ich weiß jetzt, wo die Brechstange ist. Das heißt, wir können als nächstes die Bretter entfernen. Ich bin mir nicht sicher. Aber Leute, fürs Erste beende ich hier das Video. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.